Hallo, im heutigen Losungstext haben wir wieder einen Abschnitt aus dem fünften Buch Moses. Und zwar ist es eine Begebenheit, wo das Volk endlich aus der langen, langen Zeit aus der Wüste geführt wird. Man muss sich vorstellen, 40 Jahre lang in der Wüste umherzuziehen. Aber in dieser Zeit hatte Gott immer wieder auf spektakuläre Weise dieses Volk geführt, bewahrt, ernährt, ihnen Nahrung gegeben und Wasser. Und das sollten sie eigentlich nicht vergessen, ne? Darum sagt der Herr durch Moses, der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. Ja, und an nichts hast du Mangel gehabt. 5. Mose 2, Vers 7 steht das. Und ich glaube, damit wollte einfach der Herr dem Volk, da wo sie jetzt in ein sogenanntes neues Kapitel ihres Lebens kommen würden, auch ins Gedächtnis rufen, dass er ihr Versorger ist, ihr Helfer und Beschützer und Bewahrer, dass sie nicht auf andere Wege gehen, was natürlich dann später in der Zukunft tatsächlich leider passiert ist, das auch wiederum ziemliche Folgen vor sich hatte. Aber Gott gab ihnen schon den Hinweis, dass er es ist, der sie erwählt hat. Und deswegen er es auch ist, der sie beschützt und für sie da ist und sie versorgt. Und sie haben ja eine ganze Geschichte, wo sie zurückblicken können und ja, dadurch erkennen, der Herr ist es, der uns durchgetragen hat. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja auch im Leben eines jeden Menschen, der Christ geworden ist. Wenn er zurückblickt, kann er auch nur sagen, der Herr hat mich bewahrt und beschützt und versorgt und geholfen. Und er tut es ja immer noch, dass er für die Seinen da ist und sorgt. Jesus fragte seine Jünger, im Lehrtext heißt es da, als ich euch ausgesandt habe, und zwar ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie sprachen, nein, keinen. Lukas 22, 35 ist der Lehrtext. Und ich glaube, das gilt auch heute noch, dass wenn wir bereit sind, uns vom Herrn führen und leiten und lenken zu lassen, uns aussenden zu lassen, dann ist er derjenige, der auch wirklich für die Seinen sorgt. Ne? Matthäus und eines meiner Lieblingsstellen auch, da sagt er ja sogar, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zugefügt werden, Matthäus 6, 33. Ne? Ganz ein schöner, wesentlicher, wichtiger Vers, das uns immer helfen will und unsere Orientierung nicht zu verlieren. Denn wir leben ja in einer Welt, die ja auch ja, uns faszinieren kann und uns ablenken kann von dem Eigentlichen, von dem Wesentlichen, nämlich vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und darum diese Ermahnung und Ermutigung, einfach wieder zurückzukommen. Und darum hat Jesus ja auch seine Jünger da diese Frage gestellt, als er sie ausgesandt hat, ob sie je Mangel gelitten hatten. Und sie mussten sagen und durften sagen, nein, haben wir nicht. Ja, mit dieser Ermutigung wünsche ich dir auch wieder einen guten und einen schönen Tag. Sei dankbar und freudig und bekenne deinen Heiland und den Herrn Jesus Christus, da wo du die Gelegenheiten und Möglichkeiten hast. Und die gibt es sicherlich auch heute. Man muss nur die Augen und das Herz offen haben. Also, Servus,
Dann wiederum vielleicht. Bis morgen. Ciao. Sag dir, dass ich schwach bin, denn das macht mich erst stark. Und nachts, wenn ich doch wach lieg, zeigst du mir den neuen Tag, gibst mir immer wieder Hoffnung, fängst mich auf, weil es Liebe ist. Weil du Liebe bist. Wenn ich vor einem Riesenberg stehe, sagst du mir, wir gehen darauf. Wenn ich durch ein tiefes Tal gehe, du baust mich wieder auf. Und ich gebe dir mein Leben, geb dir mein Wort, weil es Liebe ist. Weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist, weil du Liebe bist, du bist die Liebe. Deine Augen schön, obwohl ich schlecht geträumt habe. Da waren Armeen, um dich zu stehlen. Sie versuchten es mit Waffen, mit aller Gewalt. Doch das geht nicht, weil es Liebe ist. Weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst. Weil es liebt.